musst völlig verrückt sein. Das ist Minas Morgul und du bist ein Mann. Ich bin einer. Doch wir sind viele. Okay. Warte, ich rieche etwas. Mama. Bin ich mal gespannt, wie stark wir jetzt noch sind. Ist ja krass, wir können jetzt Tote auferwecken. Füge dich deinem Schicksal. Niemals. Neue Fähigkeiten quasi. Geil. Und ob Minas Morgul fallen wird. So, weiter geht's. Ey, das ist richtig geil jetzt. Also okay, das finde ich richtig hammerhart. Dass wir jetzt Minas Morgul erobern. Und zu unserer eigenen Festung umbauen werden, so wie es aussieht. Um dann vielleicht gegen unseren ehemaligen Kumpel Celebrimbor zu kämpfen. Also das ist schon böse. Auf jeden Fall sind wir jetzt definitiv ein richtiger Untoter, wie es aussieht. Es ist hart, es ist hart. Zack, machen wir hier. Komm zu uns. Komm her. Na. Zack, machen wir. Danke. Echt übel. Echt, echt übel, ganz ehrlich. Aber es ist eine krasse Wendung. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Böse, böse, böse. Na, nix stirbt hier. Wir wollen Rache. Wo ist denn der nächste Punkt? Genau so sollte eine echte Stadt Mordors aussehen. Hier wird mir gefallen. Los. Ah, er wieder. Dein Name wird uns gelöscht. Deine Geschichte. Ah, wir werden jetzt richtig böse, das ist alles. Komm her. Komm, komm, komm. Doch, ich kann widerstehen. Weg da, du Vogel. Komm her. 500 Fuß noch. Das kriegen wir ja wohl noch hin. Ja, die hauen alle ab. Das finde ich gut. Weg da. Komm schon, komm schon. Jetzt geht's richtig rund hier.
Ah, niemand wird sich hier an mich nähern. Weg. Aus. Nein, werde ich nicht. Ich stehe auf meiner eigenen Seite. So. Erreiche die Oberstadt. Mhm. Bisschen Gas geben. Bin gespannt, gegen wen wir jetzt antreten müssen. Noch bin ich nicht von Dunkelheit erfüllt. Und ich bin nicht euer Bruder. Ernsthaft? Gegen Sauron selber? Oh, nee, Hexenkönig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Seh nix. Der Palantir ist unser. Minas Mordor ist unser. Ja. Und bist auch du. Komm. Auch das noch? Isildur ist fort. Du wirst den Neuen. Isildur ist fort. Du wirst den Neuen. Ich bin das Nichts. Ich bin die Dunkelheit. Ach. Du kämpfst und kämpfst. Wehrst dich mit aller Macht. Doch wozu? Dafür. Oh. Ich sehe, du bist fort. Nein, werden wir nicht. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis. Komm schon. Ausweichen. Begib dich in die Obhut des Hexenkönigs. Ja. Du hast diesen Ort gewählt. Du hast die Silber befreit, doch du wirst seinen Glanz verloren. Komm schon. Noch mehr. Wow, 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 jetzt wird's ja richtig böse. Ich brauche mal ein bisschen Power irgendwie. Wow, 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 wow. Minas Morgul wird niemals heute fallen, Talion. Wow, 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 wow. Komm schon. Deine Zeit ist gekommen. Deine Geschichte. Mann, oh Mann, oh Mann, raus, 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 raus.
Oh, verdammt. Du wirst werden wie ich. Ah, verdammt. Ich bin das Nichts. Ich bin die Dunkelheit. Ja. Jetzt ist er wieder da drüben. Raus, 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 raus. Komm schon. Ja, der hält eine Menge aus, der Bengel. Du kannst nicht in dich hineinsehen. Von meiner Seele bleibt nichts übrig. Dann verbanne ich dich. Minas Morgul ist mein! Krass. Sehr krass. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Ob im Körper von Elb oder Mensch, du bleibst doch derselbe Celebrimbor. Wieso müssen wir jetzt Sauron? Hallo? Wieso müssen wir jetzt gegen Sauron antreten? Das mache ich jetzt nicht gerade. Aber es ist mal interessant zu sehen, wie Sauron dargestellt wird. Dass der wohl eigentlich mal ein Elb war. Wie soll ich denn dem ausweichen, mal ganz ehrlich? Mann! Ja, wie soll ich denn? Komm schon. Ah, ist verdammt gut. Das Licht Galadriels wird sich verzehren. Ah.
Ja, und in dem Moment... Komm schon. Du wirst dich mir beugen. Verdammt, wir brauchen... Pfeile. Oh, Pfeile. Doch diesmal gibt es keine Rückkehr. Okay. Oh. Ist das ätzend? Die Mächte der Dunkelheit können mir nichts anhaben. Ja, zack, kriegt er mal einen rein. Ist der riesig? Erde soll mir gehören. Wow, er ist verdammt gut und mies gelaunt. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Okay, du. Okay, alles klar. Keine gute Idee. Beuge dich dem Licht Galadriels. Das juckt den gar nicht. Ich hab gedrückt, aber egal. Oh, Alter, ey, was ist denn los, ey? Ganz ehrlich. Ah, da ist er. Big Bad Böse. Aha. Okay. Wow. Wow. Boah, Alter, er knüppelt einen rein hier. Mach ich den überhaupt Schaden? Boah, Alter. Du wirst mich nicht mehr berauben. Der kriegt doch überhaupt keinen Schaden. Fürchte dich, verzweifle! Aha, okay, wenn er aufs Metall kloppt, dann könnte man ja. Wow. Ah, verdammt. Oh, ist echt böse gerade. Komm, einmal probieren wir es noch, Leute. Na, komm her. Da guckt man, wieder einen wegballert. Werde Zeuge der Macht der Galadrim.
frage mich, ob ich echt mit dem irgendwie mal ein bisschen Schaden mache oder irgendwie. Ich sehe nicht, dass ich dem hier irgendwie Schaden mache. Ja, ganz minimal. Ganz minimal. Ja, mit seiner Scheiß. Braucht meinen Special auch nicht auf. Hat er überhaupt irgendwelche Schwachpunkte? Kann sich nur um Stunden handeln, Freunde. Tut mir leid. Komm schon. Gottes Willen, ey. Ah, verdammt. Ja, komm, komm her, komm, komm. Ich diene niemandem. Boah, noch mehr? Wo ist er denn? So schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sauron und Celebrimbor wurden eins, gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen. Um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Krass gemacht. Jetzt sind wir schon in Akt 4. Ich bin gespannt. Ich glaube, das ist jetzt der finale Akt. Wo diese Aktion kam mit den andauernden Burgen verteidigen. So, Fähigkeitspunkt. Jede Menge Ausrüstung. Sehr schön. Die Schattenkriege, der dunkle Waldläufer. Du hast den Hexenkönig besiegt und wurdest zum Herrscher von Minas Morgul. Neue Fähigkeiten freigeschaltet, Tote auferwecken und Ringgeist. Oh. Neue Herausforderung freigeschaltet, Kampfgruben von Minas Morgul. Schließe diese Herausforderung ab, um die Verbesserung unverwüstliche Loyalität für die Fähigkeit Tote auferwecken freizuschalten. Neues legendäres Ausrüstungsset, Ringgeist-Ausrüstung. Eieiei. Das Land der Schatten. Minas Morgul und die Festung von Mordor gehören dir. Allerdings hat das flammende Auge über Barad-dûr dich fest im Blick und der Herr von Mordor schickt weiterhin starke Orks, um dich zu belagern.
Verbessere deine Festung und erhöhe das Level deiner Gefolgsleute. Oder beherrsche die höherrangigen Eindringlinge und rekrutiere sie, um deine Armee zu verstärken. Halte Mordor in einem Zustand immerwährenden Konflikts. Nur so können sich die freien Völker Mittelerdes auf den Krieg vorbereiten. Ah ja. Der Krieg der Schatten beginnt. Die Kampfgruben. Alles klar. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Das Morgul wird belagert. Ist das hier? Tagumi. Gucken wir ganz kurz, was wir haben. Das Ritual ist nur noch gesperrt. Beherrschung verbessern. Verteidige die Festung von Daras Doom. Und das hier ist Herausforderung. Raubjäger. Erweiterung. Ja, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal versuchen wir uns mal mit an so einer Verteidigung. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye. Die Schlacht um Mordor beginnt.